Spielt morgen oder heute, je nachdem wann ihr das Video schaut, unbedingt Pokémon Go. Und außerdem gibt es eine News zum Pokémon Go Fest in Berlin. Wer Lust hat, kann mich dort treffen. Treffen werden hoffentlich all eure Ladeattacken beim Go-Kampftag mit Menki am 18. Juni, den kompletten Tag lang, alle 24 Stunden des Tages, wird es 100 Kämpfe geben. Und die begrenzte Forschung, die ich gleich noch zeigen werde, ist wirklich einfach machbar. Da gibt's eine Top-Lade-TM unter anderem. Den vierfachen Sternenstaub für die Siegesbelohnungen im Set zum Abholen. Und man kann eben bis zu 100 Kämpfe erledigen. Und dann von 11 bis 14 Uhr findet die Menki-Portion in diesem Event statt, sag ich mal. Da gibt es Menki bei jeder einzelnen Pokémon-Belohnung. Kann für manche ein Vorteil sein oder auch ein Nachteil, wenn man keine Lust auf Menki hat. Üblicherweise gibt es bei so einem Event eine erhöhte Shiny-Chance auf das Pokémon, in diesem Fall eben Menki. Wenn man ohne Premium-Kampfpass reingeht, bekommt man Menki für einen Sieg und für drei Siege und mit einem Premium-Kampfpass bei jedem Sieg im Set. Und außerdem, wenn man zwischen 11 und 14 Uhr Menki zu Razaf entwickelt, bekommt man die besondere Attacke Kreuzhieb. Die gibt es nicht mit einer normalen TM, sondern nur mit einer Top-TM oder in so einem Event eben. Die befristete Forschung wird folgendermaßen aussehen. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Nein, Saniel Dilling hat keinen Fehler gemacht beim Rausschneiden. Oben bei der Aufgabe, wenn man genauer schaut, sieht man die einzelnen Striche, also 1, 2, 3, 4, 5. Mal muss man hierfür kämpfen. 10 sehr effektive Ladeattacken einsetzen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in der Go-Kampfliga sein muss. Nehmt mich da nicht beim Wort. Ansonsten kann man in einer Arena einfach gegen die üblichen Hyterra, Relaxo, Letherking und so mit Kampfattacken kämpfen. Die sind sehr effektiv. Oder gegen die Teamleiter trainieren. Gegen Candela mit Gestein oder gegen B-Punkte mit Kampfattacken, Steigerungshieb etc. pp. Dann 10 Power-Ups durchführen und es gibt ordentlich viele Erfahrungspunkte für die einzelnen Schritte. Und am Ende kann man sich eine Top-Lade-TM abholen. Einfach so. Für 5 Kämpfe, das ist richtig genial. Und die Saida-Handschuhe bekommt man außerdem auch. Momentan sind Meisterliga und Fossil Cup aktiv. Und für diese Forschung muss man anscheinend den Fossil Cup spielen. Der hat eine 1500er WP-Begrenzung und das zählt dann als Superliga. Laut Kommentaren von Leuten aus Neuseeland und Australien und KKG zählen wohl keine Kämpfe auf der Freundesliste. Ja, so viel mal dazu. Kann sich wirklich lohnen, an dem Tag zu zocken, vor allem mit dem vierfachen Sternenstaub. Man könnte auch ein Set sich aufheben dann. Falls man 5 Siege geschafft hat, gibt es ja auch für den 5. Sieg nochmal Sternenstaub, der mal 4. Und dann, sobald man ready ist, macht man ein Sternenstück an, holt sich die Belohnungen ab, holt sich vielleicht irgendwelche Spezialforschungen ab und zockt eine halbe Stunde richtig rein. Viel Spaß im Event und viel Glück auf ein Shiny Menki. Und wir gehen weiter zum nächsten Thema. Beim Pokémon Go Fest in Berlin gab es ja einen Punkt, Treffen mit Content Creators. Und ich bin einer davon. An welchem Tag? Ja, da habt ihr wohl jetzt das Ticket für den falschen Tag gebucht, denn ich bin nur am Freitag, Samstag und Sonntag im Park, also an allen Tagen. Dieses Zelt für das Meet and Greet befindet sich wohl im Süden des Spritzergarten, in der Nähe des Informationsstandes. Und man kann an diesem Meet and Greet nur teilnehmen, wenn man ein Ticket für den jeweiligen Tag hat. Ich bin an allen Tagen von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr dort vor Ort, gemeinsam mit einigen anderen. Und ich glaube, den Stundenplan blende ich hier einfach komplett zur Gänze ein. Doch ein Pokémon Go Fest Berlin Video wird da bestimmt auch noch kommen. Vielleicht kann ich das dann mit der Karte genauer einzeichnen und so weiter, denn die Spieletrend GmbH und KKG hat in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut. All unsere Mitarbeiter, Saniel Dilling, Daniel Schilling, Manuel Zwilling, alle haben mitgearbeitet und etwas organisiert, nämlich ein Zelt für uns. Es gibt die 3 Team-Lounges und dann auch noch in der Nähe dort wohl irgendwo ein eigenes Zelt, wo ich durchgehend, Sternchen fast durchgehend, irgendwann will ich mal was essen, muss ein paar Geschäfte verrichten, eine Runde durch den Park und so. Aber
Bei diesem Zelt werde ich sehr häufig sein. Und das, falls ihr nicht zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr am Start sein könnt, ihr keine Schnitzeljagd, jagt den Schilling durch den Park machen müsst. Komplett an jedem Tag werdet ihr mich bei dem Zelt treffen können. Da werde ich dann im GoFest-Video allerdings auch noch ein bisschen was dazu sagen, mit ein paar kleinen Anmerkungen, wie zum Beispiel, meine Freundesliste ist voll, ihr werdet mich dort nicht nach meinem Freundescode fragen können und all solche Geschichten. Ja, die ganzen Safari-Zonen und Pokémon GoFest-Events, da habe ich schon so einiges an Erfahrung gesammelt. Und was ich bei den letzten, so 2019 dürfte das gewesen sein, immer ganz genial fand, war eben diese Autogrammstunde. Stunde unter Anführungszeichen, die Schlange war so lang. Eigentlich war die Zeit schon vorbei, aber ihr seid noch immer angestanden und ich habe länger gemacht und die Security hat mich schon angeschaut, die wollten schon weitermachen. Und wenn ich so durch den Park gelaufen bin, dann bin ich sowieso nicht durch den Park gelaufen, sondern eine Person hat mich erkannt. Hey Schilling, wenn das relativ laut war, ist es vergleichbar damit, wenn jemand auf dem Schulhof Kaugummi rausholt. Plötzlich habt ihr 30 Leute um euch herum. Und ich saß dann meistens am Boden, habe irgendwas unterschrieben, im Gras und so weiter. Und ich dachte mir, hey, ich kann sowieso nicht durch den Park gehen, ich komme keine 3 Meter voran. Ich frage Niantic einfach nach einer kleinen Spieletrend-Lounge, die Einsatzzentrale der Außenposten, das Community-Zelt. Und dort kommt ihr einfach vorbei. Dann seht ihr mich und bemerkt, okay, der ist eigentlich gar nicht lustig oder cool, der ist ein ganz normaler. Okay, gehe ich wieder und dann war's das. Okay. Und mit dem Video war es das auch. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.